So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen kurzen Aufnahmesession von Pokémon Tori Challenge. Und da werden wir auch gleich mal angerufen. Wie geil ist das denn? Hi Horst, hi, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, aber ich bin der Günther. Und ja, ich habe vor kurzem Yukon gesehen und ich wollte nur mal sagen, dass ich der Günther bin. Und ja, gut, haben wir den Anruf auch mal hinter uns gebracht und dann gehen wir doch, was wollte ich nochmal sagen? Ach ja, genau, ich war mal wieder Offscreen-Training machen. Hab unser Link, Arbor, Goro, Eagle und unsere liebe Lollo auf Stufe 35 gebracht. Und dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, die Arena zu machen. Damit wir hier auch mal vorankommen, so ganz allmählich. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meine Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden? Das ist wirklich amüsant. Ja, bla 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 bla. Er ist der Arena-Leiter von Malfenfro City. Man glaubt es kaum. ja. So, mal schauen, was er dann als erstes Pokémon hat. Ein Voltoball. Na supi, da hätten wir mal lieber mit Goro Eagle anfangen sollen. Aber hauen wir jetzt auch gleich mal raus. Goro Eagle. Ach ja, na. Das gibt's nicht. Ich glaub's nicht. Los, Flammrad. Töte es. Ganz einfach. So, damit wir hier mal weiterkommen. Fritzelblitz. Ja, dann wechseln wir halt mal auf Link Arbor. Ja, Lolo wird in dieser Arena ziemlich nutzlos sein. Wir werden es gar nicht erst verwenden. Ich denke, das kann hier nicht wirklich was ausrichten. Dann werden wir mal Laubklinge einsetzen. Hat es übrigens neu gelernt. Laubklinge. Das ist eine ziemlich gute Attacke, finde ich. So, mit dem sind wir auch durch. Und ich bin natürlich paralysiert, weil ich Statik vergessen habe. Naja, egal. Magneton. Ja, da würde ich sagen, wir wechseln mal zu Goro Eagle, damit wir hier auch klarkommen. So, Goro Eagle kann jetzt nämlich Flammrad. Die Attacke ist relativ stark. So, was kommt denn als nächstes? Voltenso. Naja, da können wir eigentlich wieder mit Link Arbor raushauen. Damit wir hier auch nicht unser Goro Eagle verlieren, weil da hätte ich gar keine Lust zu, wenn ich ehrlich bin. Oh, Voltenso hat hier aber einen echt geilen Sprite, muss ich jetzt mal anmerken. Sieht richtig geil aus. Ich glaube, auf der Rubin war der Sprite nicht so, oder? Na egal, wir werden es einfach mal mit hoffentlich Laubklinge down kriegen. Oho, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Dann versuchen wir es nochmal mit Laubklinge. Und ein Volltreffer, wir sind solche Glückspilze manchmal, ich glaub's nicht. So, Link Abo hält, bla bla bla, Erfahrungspunkte, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Gefällt mir. Horst gewinnt 2400, hübsch. Du hast den Dynamo erhalten. Wow. Yay. Wir haben den Dynamo an. Geht's eigentlich noch geiler? Nein, ich glaube nicht. Jetzt darf ich irgendwelche VMs außerhalb von kämpfen. Und ich krieg noch TM34. Das ist die Schockwelle, die keins meiner Pokémon, glaube ich, lernen kann. Aber naja, ist auch egal. So, alle Schalter sind gedrückt. Schön. Dann gehen wir mal schnell ins Pokémon Center, um unsere Pokémon zu heilen und wahrscheinlich einen Slave mitzunehmen. Oh, nee. Da habe ich nämlich zwar gar keinen Bock drauf, aber ich glaube, wir werden sogar müssen, weil wir jetzt dann da hinten, glaube ich, sogar gezwungen sind, ja, hier brauchen wir Zertrümmerer. Aber ich will ehrlich gesagt keinem unserer Pokémon Zertrümmerer beibringen. Deswegen muss ich mir mal schnell schauen, ob ich nicht hier irgendwo einen Slave auftreiben kann für die gute alte Zertrümmerer. Ja, ja. Mal schauen, ob ich hier nicht sogar ein Pokémon vielleicht sogar hab, was Zertrümmerer lernen kann. Bisasam. Ich glaube, Bisasam kann das sogar lernen. Wir werden mal Bisasam gegen... Naja, was ist denn da jetzt gerade das Logischste? Ich weiß es gerade gar nicht, was wir am besten da lassen sollen. Eigentlich müsste ich ja das hier da lassen, rein logisch.
aber ich glaube, da hinten sind relativ viele Feuer-Pokémon. Das wäre sogar relativ logisch. Ich glaube, wir müssen mal schnell... Eigentlich will ich meinen Reptile, aber meinen Link-Arbor nicht da lassen. Nö. Desness, sorry, aber an die Regel werde ich mich jetzt einfach mal nicht halten. Jedenfalls nicht, solange ich VMs einsetzen muss. Das tut mir echt leid, aber es geht nicht anders. Ich brauche hier einen Slave. Anders geht's nicht. Geht nicht. Tut mir leid, an die Regel kann ich mich nicht halten. Die drei Pokémon, mit denen werde ich kämpfen. Das andere habe ich nur dabei wegen den Slaves. Aber wenn es nicht anders geht, geht's nun mal nicht anders. Ah, das kennst du sogar schon. Habe ich ganz vergessen. So, aber ich werde mit dem nicht kämpfen, sondern das habe ich nur dabei, um damit VMs einzusetzen. Und falls ich jetzt mit den drei Pokémon verliere, dann ist die Choi-Challenge auch vorbei. Das ist wirklich jetzt nur ein VM-Slave sozusagen. So, haben wir gegen die schon gekämpft? Nee, aber ich habe die gerade hübsch umgangen. Naja, gehen wir trotzdem mal hin. So, wir machen einen Doppelkampf gegen den Typ da mit Feuer-Pokémon. Na, ganz super. Schlecht. Dann Verfolgung auf Kamaup und Flammenrad auf Knilz. Oh, es hat überlebt. Ich bin beeindruckt. Nein, ich bin wirklich gerade beeindruckt, dass es überlebt hat. Ich dachte, es würde sterben. Und dann setzt es Glut auf Goruigel ein. Also manchmal denke ich mir echt, die Pokémon hier sind ziemlich dumm. Aber nur manchmal. Nicht oft. So. Dann da drin könnten wir, glaube ich, trainieren oder so. Hallo, bla bla bla, ich bin der Typ. Das nenne ich Kampfgeist, bla bla bla. So, was hat er denn für Pokémon? Ach ja, Schwalbini, sollte ich mir auch eins fangen oder besser? Ja doch, eigentlich auch ein Schwalbini, weil ich ja einen Schwalboss brauchen werde. So, wir nehmen mal Laubklinge. Das ist nicht sehr effektiv und trotzdem hat es gereicht. Dann Zickzacks. Eigentlich sollte ich mal wieder ein bisschen Lolo trainieren. So, tauschen wir mal. Damit es hier auch auf seine Kosten kommt. Ich kann hier nicht immer nur ein Pokémon trainieren. Das würde, glaube ich, ein bisschen komisch kommen. Wir nehmen einfach mal Turbodreher, weil ich schauen will, wie die Attacke aussieht und wie stark sie denn ist. Hat es übrigens auch neu gelernt. Ach ja, schön schwach. Naja. Egal, dann nehmen wir diesmal eben Biss. Es hat übrigens auch Schutzschild gelernt. Finde ich ziemlich gut. Aber sobald irgendwas anderes kommt, hey, bla bla bla. Ach ja, stimmt ja, jetzt muss ich gegen die alle kämpfen. Naja, ist nicht so schlimm. Ah ja, ein Roselia. Ups. Naja, das war jetzt ungewollt. Könnt ihr mal aufhören mit eurer scheiß Stachelspore? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Darf doch nicht wahr sein. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt Goruigel hier raushauen, damit wir hier mal weiterkommen. Ohne das Offscreen-Training wäre die Arena übrigens ziemlich schwierig geworden, muss ich ja ehrlich mal zugeben. So, Victoria haben wir auch down, dann schauen wir mal weiter. So, Meryl ist Stufe 15. So, dann nehmen wir mal eine Laubklinge. Wir sollten ja eigentlich mit denen hier eigentlich fertig werden. Also, Kamaup, ja, möchte ich sogar mal wechseln auf Lolo. Auch wenn ich glaube, ich weiß, dass Kamaup Intensität oder sowas lernen kann. Wäre natürlich ein bisschen schlecht, wenn das jetzt kommt und unser Lolo mal schnell down macht. Das wäre so ein bisschen miserabel, aber nur ein bisschen. Aber ich denke, wir sollten damit eigentlich fertig werden, bevor es mit Intensität überhaupt angreifen kann. Also hoffe ich zumindest mal. So, sehr schön, sehr schön. Lola hält 282 Erfahrungspunkte. Knilz, ja, wollen wir auch mal wechseln. Dann hauen wir Goruigel raus. Schau mal, was der so ausrichten kann. Mit dem Knilz sollte er eigentlich locker fertig werden. Nehmen wir mal Flammenrad, einfach nur zur Abwechslung, damit ich hier nicht immer nur Glut reinhau. Nehmen wir mal Flammenrad. Boss gewinnt 600. Ja, damit kann ich auch gut leben. Schlucht, Beul, Heul. So, dann kommt die Alte. Die ist, glaube ich, die stärkste von denen. Ach ne, die hat nur Medite. Naja, dann Laubklinge for the win. Supi. Ach, ich könnte eh nicht angreifen. Finde ich sozial. So. Und zack. Sehr schön. Besuche uns doch mal wieder. Nö. Eigentlich keine Lust. Also, tut mir leid, wenn ich die Regeln von der Tori-Challenge jetzt hier ein bisschen frei auslege, aber das muss ich machen, weil ich einfach unsere Pokémon zum Kampf brauche und keine Zeit habe, hier irgendwie
das ohne Slaves zu machen. Aber die, sobald die drei Pokémon down sind, ist die Tower Challenge für mich vorbei. Dann ist es auch raus. Also, so gesehen, die Pokémon sind nicht vorhanden, nur damit wir hier uns durchkämpfen können mit den scheiß Zertrümmerern. So. Eigentlich könnte ich es jetzt schon wieder ablegen oder sowas, aber das Problem ist, dass ich das hier, glaube ich, nicht kann. Ach, ich bin dann... Tada. Naja, egal, gegen den können wir schon mal kämpfen, aber vielleicht hätte ich Goro-Igel vortun sollen. Obwohl, gegen Sandan wäre Goro-Igel jetzt auch nicht die beste Wahl gewesen, aber ich denke, mit Laubklinge sollten wir da eigentlich ganz gut durchkommen. So, sehr effektiv. Aber war hier nicht irgendwo ein Duellturm oder sowas? Ein Pokémon-Duellturm? Jetzt mal nur so interesseshalber. Ich glaube, hier gab es irgendwie sowas. Weil dann könnte ich nämlich ganz ohne Probleme mein Bisa natürlich wieder ablegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, das zu tun. Weil ich habe ja die Regel schon frei genug ausgewählt. Also... da sollte ich das jetzt nicht länger als nötig rumtragen, aber ich weiß nicht, wo ich es dann als nächstes wieder ablegen kann. Das ist gerade mein Problem, aber eigentlich ist es nicht vorhanden, das könnt ihr euch gerne wegdenken. Ich könnte es eigentlich auch freilassen, aber nachdem wir es schon mal gefangen haben, ist es als Backup für Link Arbor eigentlich gar nicht so schlecht. Oder kann nicht schaden, so gesehen, wollte ich eigentlich sagen. Ach nee, der Duellturm ist weiter unten. Na, das ist natürlich kacke. Naja, egal, dann... Nee, aber kämpfen werde ich nur mit den dreien. Und sobald die down ist, ist die Tori-Challenge für mich auch gelaufen. Aber es geht gerade nicht anders. Bla bla bla, Route so und so. Das ist eine neue Route, ne? Dann darf ich hier neue Pokémon fangen. Na, mal gucken. Abra! Ach shit, das kann ich ja niemals fangen. Außer ich habe einen Turboball oder Flopball natürlich, heißt das ja mittlerweile. Nee, ich habe nur Pokébälle. Naja, versuchen kann man es ja mal. Naja, es war den Versuch durchaus wert. Ja, bla bla bla, laut singen, bla bla bla. Ein Schwalbini, naja, damit sollten wir mit Laubklinge eigentlich trotzdem es down kriegen, auch wenn die Attacke nicht so effektiv ist. Und ich glaube, nach dem Kampf haben wir ein Gewaldro. Lombrero war noch so, dass Feuerattacken, glaube ich, sehr effektiv waren. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es Typ Pflanze teilweise war. Ach nee, war nur normal effektiv, aber egal, wir kriegen jetzt trotzdem mal was Hübsches zu sehen. So, jetzt haben wir auch unser erstes voll entwickeltes Pokémon, unser Link Arbor. Das ist doch schön. Mal gucken, es hat ziemlich hohe Initiativewerte, sogar höher als seine KP, das ist ziemlich beeindruckend. Angriff ist auch relativ gut, Spezialangriff ist gut. Wir haben hier also ein schnelles und auf andere spezialisiertes Gewaldro. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, fällt mir gerade auf. Gut, dann haben wir unser Goro-Igel. Da haben wir Initiative 71, KP 90. Naja, das entwickelt sich ja noch. Ja, und du bist hier eigentlich nur, obwohl du hier gar nicht sein darfst, du bist eigentlich unsichtbar. Merkt ihr das endlich mal? Schlotberg. Ja, da müssen wir auch irgendwas ganz Tolles machen. Ich glaube, Team Magma bekämpfen. Aber dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal Goro-Igel noch zu entwickeln, bevor wir da hochgehen. Ich bin stark, bla bla bla. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Ein Blanners, ne? War ja gut, Goro-Igel vorzutun. Wir könnten es vielleicht sogar wirklich schaffen, das noch zu entwickeln. Kann ich eigentlich schon in die Wüste? Habe ich schon das Wüstenglas oder nicht? Ich glaube ja nicht, aber... Der Sandsturm ist zu stark. Nein, ich habe das Wüstenglas noch nicht. Okay. Ist ja auch schon mal gut zu wissen, nicht wahr? Naja, hier jetzt mit Goro-Igel rumzulaufen, ist nicht die beste aller Möglichkeiten, aber ich würde es gerne noch, bevor wir oben sind, entwickelt haben. Wobei, eigentlich ist es auch egal, ich kann hier ja auch mit Lulu rumlaufen. Und ich würde jetzt echt gern dieses Bisa ablegen wollen. Naja. Egal, wir kämpfen erstmal gegen die ganzen Typen hier mit Aquaknarre. Damit die hier einigermaßen down gehen.
So, ja, als nächstes wird Kleinstein eingesetzt. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, dass es echt so ist. Also hätte ich jetzt keine Ahnung gehabt. So, und als nächstes... Ach, was für ein Zufall. Noch ein Kleinstein. Da wäre ich jetzt nicht in 100 Jahren drauf gekommen, dass es sein könnte. So, sind wir mit dem... Ah ja, ich habe Krämpfe in den Beinen. Tust mir echt leid. Nicht. So, dann gucken wir mal, was der hier uns zu sagen hat. Ach ja, Team Magma steht da oben. Na, das ist natürlich nicht so toll. Ja, ich drücke eigentlich den A-Knopf, aber ist okay, wenn du... Ah ja, das Viech, das Intensität kann, das würde ich eigentlich gerne nicht mich zum Angriff kommen lassen. Mach Holo, na, das ist eigentlich scheißegal, wen wir draußen haben. Wir haben nichts Effektives gegen Kampf oder ist Unlicht effektiv? Nee, es ist nicht sehr effektiv. Ich bräuchte Psycho-Attacken, habe ich aber, glaube ich, keine. Naja, egal, nicht so schlimm. So, dann lassen die uns hier nicht durch, schätze ich mal. Ah ja, okay, die lassen uns wirklich nicht durch, das ist schon mal gut zu wissen. Aber dann gucken wir mal hier, würde ich sagen. Wo geht's denn hier nochmal hin? Ach, der feurige Pfad, da darf ich aber auch ein Pokémon fangen, aber da würde ich gern mehr Pokébälle haben. Das heißt, dass wir schnell zurückgehen. Das hier mal schnell kaputt machen. Also wie bereits erwähnt, das ist gerade eine freie Auslegung der Challenge, indem dass ich nur die drei Pokémon für den Kampf einsetze und alles andere und das andere nicht für den Kampf benutze, sondern dann einfach sagt, ja, die Tori Challenge ist vorbei, wenn die drei Pokémon down sind. Ist gerade eine sehr freie Auslegung, aber ich darf die Regeln auslegen, wie ich will. Nur mal so angemerkt, also wer jetzt hier flamed, der kann auch einen schönen Bann haben. Ne? Wollt's nur mal erwähnen. Sie, willkommen, willkommen, gar nicht irgendwie helfen. Möchten Sie was kaufen? Ich möchte Superbälle kaufen. Ganz viele Superbälle, Superbälle 46, na, so viele auch wieder nicht. Aber ich denke, 20 Superbälle würde ich gerne kaufen. Und Supertränke, 50 KP, na, das hilft mir wirklich nicht weiter. Dann keine Supertränke. Dann gehen wir eben wieder. So. Da unten liegt ein Item, sehe ich gerade, das holen wir uns auch mal. Horst hat X-Tempo gefunden. Ja, ich mag X-Tempo. Nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Ach, ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu schauen. Na, dann wird das halt eine, keine Ahnung, ungerade Session. Sonst geht es mir immer so raus, dass ich die Parts schön in Sessions aufteilen kann. Aber jetzt momentan anscheinend nicht. Naja, müssen wir mit klarkommen. Egal, ich starte einfach mal die Aufnahme und schaue, wie weit ich denn komme. Ich nehme einfach mal jetzt hier wieder am Stück auf. Kennt ihr ja von mir, ne? Also an denen darf ich jetzt nicht vorbei. Ist ja schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir einfach mal da lang. Ach ja, ich könnte ja auch öfter mal das Fahrrad benutzen, wenn wir es schon haben. Fällt mir gerade mal so auf. So, dann sind wir hier. Bin ich da drin gerade kein Pokémon begegnet? Wie geil ist das denn? So, dann hier könnte ich Bären pflücken. Naja, brauche ich eigentlich nicht. Wir kämpfen mal gegen die da. Was habe ich denn jetzt gerade vorne? Lollo, na, das war ja natürlich nicht so toll. Egal, dann hauen wir Goro-Igel raus. Schau mal, was der uns dann so hier so anzubieten hat. Mit Flammenrad. Das müsste sich eigentlich auch demnächst mal entwickeln. Fände ich auch voll sozial, wenn es das mal tun würde, weil dann hätten wir nämlich schon das zweite voll entwickelte Pokémon. Da würde ich mich bei weitem sicherer fühlen, als mit nur so halb... Aha! Das finde ich jetzt supi. So, jetzt haben wir sogar ein Turnupto. Das ist doch mal geil. Schauen wir uns mal schnell seine Werte an. Turnupto. Geh weiter. Okay, da haben wir schon mal zwei voll entwickelte Pokémon. Das ist mal geil. So, KP 107. Okay, nicht schlecht. Initiative 90 ist geblieben anscheinend. Aber Spezialangriff und Angriff sind auch gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein mittelschnelles Angriffs-Pokémon, das gerne seine Flammenwurf oder sowas lernen würde. Oder Feuer, Feuerattacken, die halt nicht körperlich sind. Zum Beispiel Flammenrad ist für uns jetzt nicht so toll. Falls es hier überhaupt schon so ist, ich denke schon.
Flammenrad ist jetzt nicht so toll, sondern eher Glut müsste jetzt sogar stärker sein als Flammenrad vielleicht, wenn ich die Werte hier richtig in Erinnerung habe. So, dann Gewaltro ist natürlich echt super geworden. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, ob unser Tanky hier mit seiner hohen Verteidigung und hohen Spezialangriff hier sich nicht auch noch entwickeln will. Das wäre natürlich supi. Aber gucken wir erstmal, was wir denn auf der Route für ein Pokémon fangen wollen. Das ist, glaube ich, ein Elektro-Heini. Das wäre ein bisschen blöd, da mit Lolo zu arbeiten. Also nur minimal. Ach, stimmt ja, hier gibt es ja noch den. Aha, hatte ich ja ganz vergessen. Ach, das war ein Feuer-Heini. Na, das kann man mir aber auch früher sagen. Na, supi. Dann hauen wir mal. Ich hoffe jetzt mal, dass er nicht Erdbeben oder halt diese Intensität einsetzt. Na, Glut. Naja, das ist okay. Gegen Glut habe ich ja nichts. So, hauen wir den mal schnell in die Fresse. Schneckmark, ne? Damit sollte unser Lolo eigentlich auch fertig werden. So, Aquaknarre und zack. Damit wir hier auch mal einigermaßen durchkommen, nicht wahr? So, was kann ich euch eigentlich erzählen zu der dritten Generation? Naja, wie ich schon gesagt habe, nicht viel. So, wir gehen mal da rein, gucken mal. Noch ein Abra und ich habe eigentlich gar keine Lust, ein Abra zu fangen. Mal gucken, ob es Laubklänge überlebt. Wenn ja, ach ja, hätte ich es eh nicht fangen können. Na. Egal. Bup, bup, bup. So. Ach ja, hier beginnt wieder die Wüste. Na, das ist ja ganz super. Dann kämpfen wir doch mal mit dem Typi da. Ach ja, ich habe ja Lolo gar nicht vorne, obwohl ich sie entwickeln will. Ach ja, war eine gute Entscheidung, Lolo nicht vorne zu haben, stelle ich gerade so fest. So, den haben wir durch. Weil mehr. Na, das sollte ich eigentlich auch meinen Link Arbor draußen lassen, damit es hier einigermaßen klarkommt. Und zwar mit Laubklinge. So, als nächstes Makuhita. Ich habe noch keine wirksame Waffe gegen Kampf-Pokémon. Das ist ein bisschen schlecht. Ich würde eigentlich gern, dass eins meiner Pokémon Erdbeben lernt. Aber ich weiß nicht, ob eins von denen da überhaupt Erdbeben lernen kann. Naja, da muss ich mal noch überlegen, wie ich das mache. So, aber ab jetzt sollte ich wirklich mal Lolo vortun. Bla bla bla, ich kann viel von der lernen. Weiß ich auch, dass du das kannst. Damit wir hier unsere drei Pokémon mal in ihrer vollen Entwicklungsstufe haben. Doing, 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 doing. Egal. So, was das da ist, was ich hier mache, müsste der uns jetzt nicht hier... Ah ja, wir haben Geheimpower. Ich bin mir überlegen, ob wir uns vielleicht nicht auch mal eine Basis einrichten sollen, damit ich auch das mal gezeigt habe. Ob ich das jetzt gleich hier mache, ist jetzt eine andere Frage, aber einrichten sollten wir sie uns. So, dann Geheimpower. Mal schauen, ob unser Slayfi das lernen kann. Yo. Dann lernt es jetzt nämlich auch noch Geheimpower. Auch wenn es da vorher eigentlich gute Attacken konnte, aber ist auch egal.